Yo, moin Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Call of Duty 2 mit eurem Mr. Freako. Jawohl. Ja, nächste Mission. Hier können wir nochmal reingucken, Missionsauswahlmenü. Können wir mal schauen, was da überhaupt noch so abgeht. Genau. D-Day haben wir schon gemacht. Jetzt kommt das nächste irgendwie. Ist ja noch gesperrt. Hier ist irgendwie noch was wir irgendwie noch gar nicht gemacht haben. Dieses, was hier grün angezeigt ist. Die Schlacht um Kain. Keine Ahnung. Aber das machen wir später. Erstmal zocken wir das ganz normale weiter. Kommen wir jetzt wieder dahin. Ich mache mal gerade hier das Spiel fortsetzen. Ich glaube, dann kommen wir da wieder hin. Nicht, dass ich da jetzt irgendwas Falsches nochmal spiele oder irgendwas überspringe. Will ich auch nicht. Ich will da weitermachen, weil ich habe jetzt schon länger wieder nicht gespielt. Bestimmt eine Woche ist es schon wieder her. Ja, so schnell geht eine Woche rum. Genau, sind wir hier. Nächste Mission. Okay. Ach, das ist ja jetzt das. Ja, hätte ich das auch gleich nehmen können. Kain, 1944. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Aber gut, ist ja egal. 11. Juni 1944. Nur ein paar Meilen östlich der amerikanischen Landestrände in der Normandie kämpfen die Einheiten des britischen Commonwealths um die Einnahme der Stadt Caen. Hier müssen sie sich der überlegenen Feuerkraft der Elite-Panzerdivisionen entlang der deutschen Verteidigungslinie stellen. Um die Oberhand zu gewinnen, werden die Veteranen der Desert Reds der 7. Panzerdivision entsandt. Ihre Mission: die Westflanke der deutschen Verteidigung zu durchdringen und einen Zugang zur Stadt Caen freizuräumen. Okay, also die Stadt Caen. Okay, 11. Juni 1944, 14.30 Uhr. Oh, jetzt ist mein Headset-Adapter hier runtergefallen. Einen Moment. Ah, der Dreck hier. Das ist immer das Problem beim Aufnehmen. Überall dieser Kabelsalat. Das ist echt brutal, muss ich echt mal sagen. Das ist heftig. Na egal, hoffentlich hält das da jetzt. Gut, die Schlacht um die Einnahme von Caen hat sich festgefahren. Und um das Gleichgewicht zu unseren Gunsten zu verschieben, sollen wir um die westliche Flanke der Panzerdivision herumziehen, die die verschiedenen Routen in die Stadt schützt. Wir sind die Ersten, die es über die westliche Flanke versuchen. Daher weiß niemand, auf was die 7. Panzerdivision hier treffen wird. Unsere Infanteristen müssen vorstürmen und dürfen es als Erste herausfinden. Okay, Leute. Also, wir sind das Kanonenfutter. Der Krieger führt Trupp 2 die Straße lang und greift die Deutschen von rechts an. Wir helfen ihnen, indem wir durch den Obstgarten gehen und die Deutschen gut beschäftigen. Los jetzt. Oh, der gute Obstgarten. Muss das denn sein? Okay, also vorsichtig erstmal hier. Ah, okay, also doch laufen. Da laufen sie doch schon rum, oder nicht? Ja, sicher. Die sehen uns nicht, oder was? Egal. Alter. Jetzt haben sie uns bemerkt. Ach, hab ich so für eine Waffe dabei. Oh, die sieht doch gut aus hier. Die geht doch ab bestimmt. Grenade! Ach, scheiße. Oh, oh. Weg hier. Nein, weg! Ah, ich komm nicht weg. Oh, shit. Okay. Okay, Leute. Dann halt so. Bäm. Ich laufe jetzt hier irgendwie mal drumherum. Geht das nicht? Alter, what? Ich will hier mal so ein bisschen drumherum laufen. Und die wegknallen. Oh. Alter. Shit, man. Okay, die Waffe verzieht ganz schön. Ist schon übel. Oh. Kann ich da nicht so hinter? Was geht denn hier ab überhaupt? Sind hier welche? Natürlich sind hier welche, warum frage ich eigentlich? Ja, schön von der Seite. In das Gebäude, jawohl. Was jetzt? Oh shit, okay. Andere Waffe. Kann man den überhaupt treffen? Anscheinend ja. Was? Ich weiß gar nicht, was hier abgeht, Mann. Was ist denn hier überhaupt los? Mann, komm einfach mit ein paar Granaten hier raus. Oh oh.
Ah, die hatten die wohl auch. Meine Güte. Ist das ein Hackmeck wieder hier? Ja, gut so. Kommt schon weiter, Leute. Der erste Stock, okay. Oh oh. Ich muss den ersten Stock sichern. Verstehe. Sind noch mehr? Nee. Oh, die treffen mich aber auch hier. Mann, reicht mir hier. Granate geht, glaube ich, besser. Okay. Ja, ist nicht so einfach hier mit dieser komischen Waffe. Hier überhaupt irgendwas zu treffen. Boah, Mann, was ist denn da los? Irgendwie brennt mein Auge gerade. Ah, sind natürlich hier wieder miese Ausreden von mir hier. Ach, come on. Ja, haben wir. Eins übrig, what? Irgendwo da hinten noch. Da gehe ich aber jetzt hin. Das ist mir hier zu blöde. Wo bin ich denn hier? Wieder gefangen in der Hölle. Oh, das tat wohl weh. Wie kommen wir denn hier raus? Beziehungsweise kommen wir hier weiter. Hier wahrscheinlich, jo. Oh. Ach, come on. Ja, ich lenke die Aufmerksamkeit auf mich. Haha, guter Trick. Bist du? Ja, habe ich. Kommen wir da denn jetzt weiter? Ah, hier. Verstehe. Ah. Jawohl. Schön die Granaten hier. Oh oh, überall diese Granaten! Boah, das hat mich weggepfeffert. Scheiße. Komm rein da, Mann. Stürmt die Butze. Na los. Na geht doch. Oh, ich krieg hier noch ein paar mehr. So, was haben wir hier? Irgendwas zum Aufnehmen? Was ist das denn hier? Ah, noch ein paar Granaten, ja. Können wir das Teil nicht benutzen? Wäre mal geil. Wo denn jetzt schon wieder? Mein Gott. Oh. Alter. Alter, Alter, Alter. Alter Verwalter. Was ist hier los, Leute? Ja, ich sehe sie wohl. Mal gut, dass man nicht wie in echt nach einem Schusstreffer stirbt, ne? Das ist schon... Vielleicht ist sie auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad so. Ich habe mal irgendein Spiel gespielt, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ist das ein Gegner oder nicht? Nee, scheint nicht. Scheiße. Ich habe mal irgendein Spiel gespielt. Da ist man echt nach einem Schuss gestorben. Da musste man so ein bisschen rumschleichen. Ich habe noch nicht mal das erste Level geschafft. Das war so richtig übel. Sowas habe ich noch nie gespielt, sowas Krankes. Und das war richtig schwer. Also für meine Verhältnisse. Ich fand das richtig schwer. Ich habe auf einfachen Schwierigkeitsgrad gespielt. Also echt. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel heißt. Aber das war echt übel. Das war, glaube ich, vom Computerbild Spiele, irgend so ein Spiel. Weil die habe ich mir früher ab und zu mal gekauft, weil da gerade Spiele bei waren. Fand ich ganz cool. Und ja. Müsste ich mal wieder raussuchen. Das habe ich bestimmt noch irgendwo hier rumfliegen.
kann ich das Item euch mal zeigen. Können wir ja auch mal so ein ob ich das heutzutage noch schaffen würde. Oder ob ich das erste Level überhaupt mal schaffen würde. Wäre mal ganz cool zu sehen. Ich glaube schon, weil früher war man ja ein bisschen ungeschickter, sag ich mal, in solchen Sachen, ne? Heute ist es vielleicht Pipifatz oder so. Oh, ich... Mann. Was ist jetzt los hier? Komm schon. Wo seid ihr denn alle? Deutscher. Ja, Deutscher. Ich bin aber gerade hier kein Deutscher. Jetzt reicht's mir aber langsam. Kann man hier nicht mal durchrushen? Was ist der denn da? Jawohl, genau so. Sind hier noch welche? Stimmt, ne? Überraschen mich gleich wieder von hinten. Schlagen mich. Okay, hier ist doch nichts. Wundert mich. Komm, hin da. Haha, ihr Sackratten. Wenn sie nicht sterben wollen. Kann man hier nicht rausspringen? Nee, ne? Naja. Geh mal wieder runter hier. Bringt ja nichts hier von hier oben. Krämer. Kann man von hinten hier die überraschen? Bestimmt, ne? Oh, shit. Ja, kann man doch ganz gut. Ist hier noch wer? Ja. Moin. Ich war schneller. Ist da noch wer? Nix los hier. Oh. Was das denn? Kleine Stufe hier sogar. Okay, müssen wir hier durch? Dann brech mal auf. Ja, danke. Nicht schießen. Wir haben Verletzte hier. Ich möchte am liebsten auf ihn schießen. Komm schon. Das ist bestimmt voll die Falle. Ich sage, wir schlitzen die alle auf. Okay. Meine Rede. Was immer Sie sagen, Sir. Das sind doch alles Kollegen hier. McGregor, kommen Sie! Erinnern Sie sich noch an den deutschen LKW im Osten? Sicher, Sir! Reparieren Sie ihn und bringen Sie ihn hierher. Gehen Sie mit McGregor. Wir brauchen etwas, um die ganzen Amis zu transportieren. Mach ich, Sir. Davis, Sachen prüfen. Da könnten noch mehr Deutsche sein. Nur weil dieser Kampf vorbei ist, ist es der Krieg nicht. Okay. Müssen wir uns einen Laster besorgen. Ah, wo ist er denn jetzt? Zu zweit sollen wir da jetzt den Krieg ziehen hier. Ist ja brutal. Er stirbt doch gleich bestimmt. Da bin ich hier ganz alleine. Da laufen sie doch schon rum, oder was sind das da für welche? Hä? Was ist denn hier los? Ja. Das denn hier, mein Gott. Komm, den kriege ich. Bam! Jawohl. Ja, wenn ich nicht wäre, ne? Wäre mein Kollege hier schon tot. Was für Deckung? Da rennt man einfach mal hin und dann war's das. Immer so zierlich hier alle. Wo müssen wir jetzt hin? Hier hinten rum. Hier ist ein Minenfeld. Das sieht nicht gut aus. Oh Mann, das ist gefährlich. Ich trau mich gar nicht. Egal, weiter. Ich hoffe, ich spreche nicht so zu leise. Das sieht nämlich gerade so aus hier auf meinem Aufnahmeprogramm, wenn ich hier so ein bisschen leise spreche. Ich glaube, ich gehe gerade einen falschen Weg, kann das sein? Nee, nicht. Okay. Hier ist doch der Laster, jawohl. Wieso darf ich nicht fahren? Oder hätte ich es mir aussuchen können? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Oh yeah, was ist das? Sieht noch intakt aus. Die Deutschen waren sogar so nett, uns noch Treibstoff dazulassen. Ja, nice. Dann bewegt man die Karre hier. Fast ja. Jetzt geklappt. Jetzt festhalten, Davis. Das wird holprig. Ich kann mir schon denken, was jetzt kommt. Wir haben da wieder dick angegriffen hier.
kennen wir mit mittlerweile schon. Muss ich so mit der Stinger hier wegknallen. Oder wie auch immer dieses Teil heißt. Alles im Arsch. Beweg dich. Panzerschreck heißt das, okay. Also kommt gleich Panzer. Warum voll drauf, scheißegal. Wo sind sie denn? Ach komm, das bringt doch nichts mit der Waffe. Scheiße. Ah, was ist denn los hier? Granate auch noch hier gleich auf dem Laster. Na, ja, das wäre ja nicht so schön. Komm, ich will welche wegknallen hier. Wo sind welche? Ich kann es auch wegknallen mit der Panzerschreck hier. Ach du Scheiße, auch noch daneben. Oh shit, lad nach, Digga. Komm, wo bist du? Oh shit. Wie zieht man mit diesen Dingen denn? So? Nee, anscheinend nicht. Ja, war klar. Ich hatte irgendwie gerade keine Ahnung, wie man, wo man da durchguckt beim Zielen. Mal gucken hier. Irgendwie eine komische Zielvorrichtung. Ja, und jetzt? Oh, komm. Ja, fahr. Die Deutschen waren sogar so nett, uns noch Treibstoff dazulassen. Ja, dann fahr jetzt auch. Gucken. Treffen wir das Teil? Oh, ich glaube, es sah gut aus, ja. Dann mal los! Gucken wir, wie lange ich jetzt dafür wieder brauche. Das kennen wir auch ganz gut von Call of Duty 1. Wo ich dafür diese eine Mission bestimmt, keine Ahnung, 2 Stunden oder so gebraucht habe. Oh, auf die Fässer, jawohl. Alter, wie lange lebt der denn? Der überlebt da. Boah! Der überlebt aber hier lange. Scheiße, scheiße. Ach du Scheiße. Ja, okay, mach ich. Keine Sorge. Bam! Oh, wie viel denn noch? Mach keinen Scheiß. Oh, shit. Ja, ich habe auch getroffen. Jawohl, sehr gut. Huh, Mann, Nervenkitzel. Okay, kommt noch ein Panzer? Kommt doch bestimmt gleich noch einer. Oder? Haben wir es geschafft. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Das geht auch noch länger hier. Oder? Nö. Wir sind da. Alle einsteigen! Okay, Jungs, der LKW ist hier. Laden wir sie auf. Gut gemacht, Sergeant. Wissen Sie, Davis? Ich beneide diese Amis fast. Für die ist dieser verdammte Krieg vorbei. Oh. Jo, der Hammers. Die Amis erstmal abgeholt hier. Ich dachte, das wird spektakulärer damit. Mit dicken mehreren Panzern, aber war ja nur der eine. Und ja, würde ich sagen, war es schon wieder mit der Folge. Ruckzuck wieder vorbei. Würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet, hier bei eurem Mr. Freako. Also macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.